Bundestagsabgeordnete Christina Schröder ist das Thema ein Herzensanliegen. Sogenannte Sternkinder und ihre Eltern. Die ehemalige Bundesfamilienministerin hat diesbezüglich erfolgreich eine Änderung des Personenstandsrechts initiiert. Kinder, die mit unter 500 Gramm tot zur Welt kommen, die gelten in Deutschland als Fehlgeburten. Und da gab es bisher keine Möglichkeit für Eltern, ihren Kindern auch offiziell einen Namen zu geben. Und das haben wir geändert. Jetzt haben alle Eltern das Recht, auch wenn ihr Kind mit unter 500 Gramm tot zur Welt gekommen ist, ihrem Kind einen Namen zu geben, sie beim Standesamt eintragen zu lassen und ganz deutlich zu machen, wir sind Vater und Mutter, das ist unser Kind, auch wenn es leider nicht mehr lebt. Seit 1,5 Jahren gibt es einen Verein in Wiesbaden, der sich für die würdevolle Trauer der Eltern und Angehörigen einsetzt, Sternengarten e.V. Hier arbeiten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der ökumenischen Seelsorge, der muslimischen Seelsorge oder auch der Initiative Regenbogen eng zusammen. Sie bieten Betroffenen unter anderem Trauerbegleitung danach und Seelsorge in der Krisenzeit. Es gibt häufig Themen wie Schuld. Was habe ich getan, dass ich ein krankes Kind erwarte oder dass ich dass die Schwangerschaft zu Ende ging, habe ich irgendwas falsch gemacht? Es sind häufige Themen wie soll das Ganze jetzt weitergehen, wie soll mein Leben wieder funktionieren können? Es sind Themen wie, mein Partner ist mir momentan gar nicht so nah, wir können das Thema gar nicht gemeinsam besprechen. Das sind Themen, die da aufkommen häufig. In diesem schweren Schicksalsschlag müssen wir als muslimische Seelsorge natürlich dann auch die Personen abholen. Die Damen, die Frauen werden von uns in diesem Sinne versorgt, dass wir ihnen die Möglichkeit bieten, auch in ihrer eigenen Muttersprache zu sprechen, falls es da Sprachbarrieren gäbe. Aber auch in jedem Fall stehen wir ihnen rituell und mit Rat und Tat zur Seite. Wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit ist neben der Seelsorge auch die Bestattung der Sternenkinder. Dazu gehören gemeinsame, religionsübergreifende Trauerfeiern. Das ganz Besondere seit 2012 ist, dass wir keine Urnenbestattungen durchführen, sondern dass wir in einem Sarg bestatten und eine Erdbestattung vorgesehen haben. Und das insbesondere deswegen, weil wir religionsübergreifend tätig sind und nach dem muslimischen Glauben eine Kremierung nicht denkbar ist. Und deswegen möchten wir auch diesen Rechnung tragen. Der Verein arbeitet ehrenamtlich und ist deswegen auf Spenden angewiesen. Die Gemeinschaftsbestattungen müssen die Angehörigen nicht bezahlen. In Wiesbaden werden die Kosten der Beerdigung durch Spenden und von den Kliniken getragen.